Rabbi Schneur Zalman of Liadi was a chief disciple of the Maggid of Mezrich. Once the Maggid was threatened by a heavenly decree for revealing to the masses too much of Torah's innermost secrets. Rabbi Schneur Zalman defended his master with a parable. The king's only son fell deathly ill, but there was one chance at a cure. The most magnificent gem of the king's crown had to be ground up and diluted. If they could get a drop of the elixir into the prince's mouth, there was the faintest chance of survival. The king ordered that the jewel be torn from the crown and ground up in the hope of saving his beloved son. The king is God Almighty, explained Rabbi Schneur Zalman. The Jewish people are his prince, and Hasidism is the essential jewel of the divine crown, with the power to reinvigorate the Jewish people. Some 25 years later, Rabbi Schneur Zalman himself was imprisoned by Tsar Paul I at the Peter Paul Fortress in St. Petersburg. He later recounted, "The souls of the holy Baal Shem Tov and Maggid descended from on high and visited me in prison. They explained that my ordeal here on earth was the manifestation of a decree against me in heaven above because of my widespread dissemination of Hasidic teachings. If this is the case, should I stop teaching?" I asked. My masters replied, "On the contrary, your liberation from prison will be the heavenly sign that you must not only continue, you must increase." Magidin ist alle geworden, Topkuchen war mit Gimmel. Der Kiezug auf dem alten Rennen mir geworden, Topkuchen und Tess. Wo ich bin Teil mit Zürgern, Eche wie 20 Jahre. 26 Jahre, 25 Jahre, 24 Jahre. Was in die ganze Zeit nie gewöhnt in Kietzrug. Danach ist geworden nach Kietzrug. Bei was ist geworden der Kietzrug? Da zählt das immer allein. Als Eber lernt Chsides und am Leben hat das Wert nicht passiert. Wenn Eber wird auf so viel Kietzrug, dann meile sie, man kann das nicht für seine Dixides. Weißt du nicht, schade, was ist? Du hast gewöhnt die ganze 26 Jahre, als ich gewöhnt. Und es hat sich gewöhnt von Magie. Und es ist gewöhnt, dass ich mein Leben beim Magie. Ich bin gewöhnt nach Kitru und dem Kitru hat mir wackelt. Ich war mit einem Boden, ist radisch geworden, in Topkufen und Tess und Topkufen und Chess. Muss man doch sagen, dass sie toll in dem Efen von Amiris Achsiris. Schaße geworden nach Schinu in Amiris Achsides und damit geworden nach Kitzur und Fafsi geworden nach Neifen Chodosh in Amiris Achsides. An Neifen Chodosh in Amiris Achsides beim alten Reben Gufe, die Frat in die Schone, Masmuchim, zu Tov, Kufen und Tess, da gab Amiris Achsides alle die Hamagi, da gab Amiris Achsides von dem alten Reben in der Astrologie für seine Sie. In was besteht der Schinui? Der Schinui, der besteht, wie mir sagt es, in dem Maimorim, in dem Minion von Hispanus von mir sehen. In dem Minion von Chabad. Am Egita Reis hat Dini Kudisch. Wo der Magid hat das gesagt, und Baal Shem Tov hat das gesagt. Und der Altreber hat das eh gesagt, seine Maimorim, ich sehe das bekitzel. Ach, in Nimros, in der ersten Jahren von Isis. Ist das gewähnt in der Nähe von Nikudis? Auch Kolpon in der Nähe von Nikudis gab es in Maimorim und in Jönne, wie sie stehen in Tanje. Bei mir hat auf Druf mit Wattel gewähnt, dem Kitro, der Moschel mit von dem Tipo, was kommt da rein in Bemel. Schasse geworden, die Maimorim sieht es in der Nähe von Chochmo, Bino, Das. Wo das in Moschel, als sie in Spanien zu mir nähe. Wer sagt in Tanja, die Idee, Herr Chochmo, danach ist er mit Beinen, danach hat er in der Fähre der Minion Adas, wird es ein Jich und Niflo, wenn er nasse, Daum und Bosser, die Psoare, die Spanne zu mir nehmen.
Und das hat gebracht dem Kitzel, gebaut sich war nach Neier, Elfmensorgen, Chsidis. Wo das ist der Linie von Chsidis Chabad. Wo der Pfarrer ist in Scheilini, muss sich schon das mit Wattel gewähren, nie das, was er nicht wegen der Fresse. Wo steht das in dem Moschel? Der Moschel ist mit Dayek. Aber ich habe mit Gies, dem Tvanander Geriebenen, eben in der Hoffnung, dass sie da reinfallen nach Tipo, zu dem Ben Hamelach und rufen zu werden gesund. Wo ist der Linie von der Tipo? Die Linie von der Tipo ist eine Kudde, sie nicht die Spanische, meine ich. All derlich, wie in Telo, mir sagt ein Wort oder ein Portwörter und das wird unter die Tipo, was die Chaie macht, lebendig in Ben Hamelach. Wie bald war das Rettes wegen Teles Hawaii? In seine Kudi und ein Wort und ein Tipo sagt der Moschel, wo der alte Rebbe hat gesagt, Ados kann er reisnehmen den Ben Melech von der Masse, Achim ist zukommen und er wird werden gesund. Dann noch gekommen der alte Rebbe und das gemacht in der Nefma von der Tipo, ich geworden an meine Rolle. Und ein ganzes Sefer war Tanja, Topkopf und Seier. Bescheißen hat es gemacht als Adere, und sie geworden Adere, und es hat ein besonderer Name, Schmeya, Sheichlo, Chassidis, Chabad, und so ist geworden der Kitzel. Was Adere sehe, sehe ich verstandig noch kaum ein Plotin, man darf sich aber jede Sache zubringen zu Hamasi, wo er Jiker. Aber ne geht zu Talmide von dem alten Leben, ist nicht nur sie Bottel geworden der Kitzel, nur wie der Sipo erzählt, als Adelabe. Man darf noch nicht sein, noch mehr, wie sie gewöhnt, Vater. Und danach hat der Sipo gegangen, so gesagt, im alten Leben. Danach kommt als Goche Protison, als Anoschen Kerkeino. Le meine Aftimine, le Borakos Boche, da war echt le Vatolle. Nicht mit Mechad, nicht Mechad sein in Jönem Mechidis, Mechad ist die Mamorin von der Rabbi. Dann auch der Zehnten, Herr Zachai, hat dem Maton gesagt, dem alten Leben, er soll noch sagen, noch mehr wie früher. Wo sind an Aftimine dir? Ist Chassimin am Adir, der Zehnt, was ihm ist an Aftimine dir? Als in dem Schetter, wo du möchtest Mechad sein, In Havonas Divre Arav, in das Konsonant Jeze sein. Wie sie gewähnt früher mit der Tod, du darfst Meshiv sein. Wo man sehr hat nun gesagt, dein Leben ist in der Reino. Wo selbst das bekommen von seinem Leben, von seinem Vater. Wo selbst das bekommen von seinem Leben, von seinem Vater. Dem Segen von der Siedereino. Weil der selbst, bis es das bekommen der Rechte. Hier oben, bei dem alten Leben, von seinem Rabbein, von dem Magde, von Baal Shem Tov. Kommt dann noch ein Rob, der hier oben Befehl zu jeder Chosid. Wo das ist Kehlel, jeder Rien. Wollen wir der Rambam passen, wird jeder Ried werden nach Hause. Der Linie von nach Hause ist, als er lernt, Chsidus, Teile, in der Nähe von Hispanischen Mene, wo da sagt der Rambam, wir seien der Mami, du Matze von Kol Yisroh, bis Manahu, als es werden Kamayim, Layom, Chassim, wird sein Kol Horez, und Bnei Bayin, wird er sein Bieser Seid, als sie seien sich Misasik, das Beirem, das Beirem, das ist nicht Misateire. Der Rest kommt wieder nach Dini Chishmishra, Rest kommt nach Dini Nevenese, Rätst sich nicht wegen Adin in Jeritei, rätst sich wegen Adin in Erechaim, das rätst sich wegen Das Elokeia Wiche. Und bloß nach Rambam, la das Beile. Und er sagt, das ist ein der Reichsack von jeder Rien. Und passten bei Achadim sehr, als ein Beimes HaMashiach, ein Beinele Maser, Leimes HaMashiach, Elishibut Malchis Bilwad, Lechele haben bespringt der Liebe, von Missassig sein Sache in den Jönen Mischel. Und das Beirum, das sie hat die größte Nest, was sie konnte, die größte Schiene und der größte ein Bein, was sie konnte sein. Muss man sich sagen, dazu gerät man sich in der Katerre.
Bei mir wird auf die Rufne zu Aki Schinui. Bei Nele Mazel, bei Meis HaMashiach, warum schein bei Erev Shabbos, ich schein Dämmel dort noch geben, den Limut und Ladas, das wäre. Und wo los in die Gere Sakeh, ich verbringe zur Ort den Posseg, von da ist er der Kehr, wie ich habe auf der Ewe Leber Schorik.